Es dampft. Man spricht Tschechisch. Es dieselt. Es wird kurvenreich. Und ein Räuber ist auch dabei. Museumsbahner wissen es, guter Dampf will vorbereitet sein. Und so schippen die Männer von der Schleske Semske Drahi, den schlesischen Landesbahnen, fleißig Kohlen in die Säcke. Einen Kohlenkran haben sie hier leider nicht. Die Fahrzeuge im Gleis und der eine oder andere Kilometerstein sind frisch geputzt. Rollböcke erinnern an einen ehemals regen Frachtverkehr auf dieser Strecke. Heute starten in Trzemeszna ve Szlesku, zu Deutsch Röversdorf, nur noch Personenzüge. An den Sommerwochenenden sogar mit Dampf. Bevor es aber losgehen kann, fährt die U57 001 noch in das kleine Depot, um sich mit Kohle und Wasser zu versorgen. Ich habe zunächst Dampflokschlosser gelernt und dann kam ich zum Lokomotivdepot Krnov, wo ich von 1965 bis 2004 als Lokführer der Tschechischen Bahn gearbeitet habe. Als ich dann in Rente ging, kam ich hierher zur Schlesischen Landesbahn. Die Dampflokomotiven sind meine Herzenssache. Diese für Schmalspurbahnen recht große Lok wurde 1949 bei Škoda gebaut. Sie ist im Besitz des Vereins der Freunde der Murtalbahn in Österreich, auch Club 760 genannt. Zur Hotzenplotzerin kam sie 2009 als Dauerleihgabe. Der Bahnhof von Trzemeszna ist ein Umsteigebahnhof. Auf der Normalspurstrecke verkehren Triebwagen der Tschechischen Bahn ČD und bringen Ausflügler aus dem nahegelegenen Krnov, aus Olomouc oder Ostrava. Tschechisch oder auch Mährisch-Schlesien ist der südliche Teil Schlesiens. 1742 kam dieser Landstrich zu Österreich, der andere Teil Schlesiens zu Preußen. Heute liegt die Region im Nordosten Tschechiens. Das Hotzenplotzer Bähnle führt in einer kurvenreichen, mehr als 20 Kilometer langen Strecke von Trzemeszna nach Osoblaha, zu Deutsch Hotzenplotz. Auf der Normalspurstrecke sind regelmäßig Güterzüge unterwegs. Die Strecke führt von Jesenik nach Krnov und durchquert dabei im sogenannten privilegierten Durchgangsverkehr Polen. Da im polnischen Buchowasi die Züge Kopf machen müssen, ist an den Zugenden je eine Lok mit Lokführer zu finden. Bei diesem Zug sind es Maschinen der Baureihe 753, auch liebevoll Taucherbrille genannt. Die U57 hat Kohle und Wasser gefasst und steht nun vor dem Ausflugszug. Eine Drehscheibe gibt es auf der Strecke nicht, so fährt sie nach Osoblaha immer Tender voraus. Letzte Handgriffe an dem Oldtimer. Im Kessel ist ordentlich Druck. Trotzdem legt der Heizer nochmal nach. Der Personenzug ist für die 35 Tonnen schwere fünfachsige Lok keine wirkliche Herausforderung. Gemächlich macht sie sich auf die Reise.
Hügelig ist das Land, geprägt durch kleine Wälder und viel Landwirtschaft. Es ist Herbst, die Ernte ist eingebracht und die letzten Äpfel hängen an den Straßenbäumen. Abgelegen von den Touristenströmen findet man hier Ruhe und Erholung. Die Vorteile an einem Leben hier sind die Ruhe, die gute Luft, die schöne Umgebung und die guten Verkehrsverbindungen in die wichtigsten Städte. Das wussten wohl auch die Altvorderen zu schätzen. Von der Besiedelung Mitte des 13. Jahrhunderts zeugen die Reste der Burg Füllstein, die sich in der Nähe von Bohuschow im Wald verstecken. 1898, der Bahnhof Röversdorf wird für die Hotzenplotzer Bahn erweitert. Es entstehen eine Güterumladehalle und eine Rampe. Die U37003 ist eine der ersten drei Dampfloks. Es wird gespottet über das Bähnchen. Aus dem Schlesischen übersetzt, es geht den Berg hinauf, der Schulze spannt die Ochsen vor und die Passagiere schieben. Nach 1945 kommt die 99702 nach Trzemeszna, ein Nachbau der sächsischen 6K. Eine starke Lok, gut für den Rollwagenverkehr, aber nicht geliebt, da sie das Gleisbett stark in Mitleidenschaft zieht. Heute auch unterwegs die kleine U46002. Diese Kurve ist mit 75 Meter Radius eine der engsten im tschechischen Bahnnetz. Im Volksmund heißt die Hotzenplotzer Bahn auch Bahn der 100 Kurven. 2005 begann der Dampfbetrieb auf der Museumsbahn mit der Reschica Waldbahnlok aus Rumänien. Davor wurden die Wagen von Dieselloks gezogen. Die Lok hat eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h bei ungefähr 200 PS Leistung. Sie ist die schwächere in unserem Bestand. Ihre Zugkraft beträgt im Vergleich zur Skoda nur ungefähr ein Drittel. Die Strecke ist für Lokführer und Heizer sehr anspruchsvoll. Viele Gegenbögen erschweren die Sicht. Außerdem gibt es viele Steigungen, die größte 30 Promille. Und der Höhenunterschied zwischen den Endbahnhöfen beträgt immerhin 180 Meter. Davon merken die Reisenden nicht viel. Die offenen Wagen sind auch bei kühlem Wetter immer gut besetzt. Und von einem adrett gekleideten Schaffner lässt man sich gerne kontrollieren. Auf dem Führerstand der kleinen Dampflok ist nicht viel Platz. Da können einem die Handräder schon mal recht nahe kommen. Während der Heizer schaufelt, öffnet und schließt der Lokführer das Feuerloch, ohne dabei aber den Blick von der Strecke zu lassen. Ein eingespieltes Team. Wegen der schlechten Sicht auf die Trasse müssen sich Lokführer und Heizer immer verständigen, ob alles frei ist. Ich arbeite hier seit 2008, zuerst als Schaffner, aber schon bald zog es mich auf die Dampflok. Und seit 3 Jahren bin ich nun Lokführer. Das mache ich in meiner Freizeit. Im wirklichen Leben bin ich Landvermesser. Landvermesser hatten in dieser Region immer schon viel zu tun. Wechselte sie doch oft ihre Zugehörigkeit zu Königreichen und Staaten. So finden sich immer wieder Zeugen ehemaliger deutscher Besiedlung. Lange lebten hier Tschechen, Polen, Deutsche und Österreicher gemeinsam. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die deutschsprachigen Einwohner vertrieben. Tschechische Ortsnamen gab es bereits vor 1918, dem Gründungsjahr der GSSR. Auch die Eröffnung der Lokalbahn nach Hotzenplotz 1898 wurde zweisprachig bekannt gemacht. Die Schmalspurbahn war früher sehr wichtig für die Anbindung und Versorgung des Hotzenplotzer Ländchens. Vor allem Kohle und auch landwirtschaftliche Produkte wurden mit dem Zug transportiert. . 2018 feierten alle Eisenbahnbegeisterten das 120-jährige Bestehen der Strecke mit einem doppelt bespannten Jubiläumszug. Mit von der Partie die Feuerwehr von Trzemeszna. Beeindruckende Technik. Immer einsatzbereit, um die Loks mit Wasser zu versorgen.
Die Pumpe ist über 100 Jahre alt. Vielleicht haben die Deutschen sie während des Krieges hier gelassen. Bei der Gründung unserer Feuerwehr war sie schon da. Auch schon länger dabei ist die mächtige Dampflok, die mit einem Sonderzug aus Olomouc zum Fest anreist. Viele Bahnfans stürmen den Bahnsteig, um noch einen Platz im Hotzenplotzer Zug zu ergattern. Die 464002, Baujahr 1956, trägt den Kosenamen Laubfrosch, Rosnitschka, und ist eine der beiden letzten für die CSD gebauten Dampfloks. Wenn ich auf der Dampflok fahre, ist das vor allem die Erfüllung eines Kindheitstraumes und natürlich ein starker Kontrast. Ich steige heute von der Dampflok und morgen sitze ich vielleicht schon wieder auf einer modernen Lokomotive und fahre einen Schnellzug mit 160 km/h nach Prag. Es ist ein großer Gegensatz, den man schon merkt. Das Fahren auf einer Dampflok, die man spürt, die lebt, das macht mir viel mehr Freude als das Fahren mit einer modernen E-Lok. Diese Freude an Dampf und Rauch und alter Technik teilen auch die Lokpersonale des Festzuges. Mit vielen Pfiffen geht es endlich los. Würdenträger und Schaulustige versammeln sich am Bahnhof von Schleske-Rudoltice, zu Deutsch Roßwald. Die Gemeinden entlang der Bahnstrecke haben die Bahnhöfe gekauft. Und dieser wurde als erster in den Monaten zuvor gründlich saniert. Neben Räumen für Bahnbedienstete und Reisende entstand auch eine Wohnung, die an eine junge Familie vermietet werden soll. Die Begrüßung ist traditionell, mit Brot und Salz. Das bringt dem schönen neuen Bahnhof Glück. Seit nunmehr 15 Jahren fahren die Dampfausflugszüge und haben sich zu einem Touristenmagneten entwickelt. Das motiviert die anliegenden Gemeinden, sich für den Erhalt der Strecke stark zu machen. Dieses Gebäude wurde 1898 fertiggestellt. Die Bauarbeiten dauerten damals 2 Jahre. Entlang der Strecke gibt es mehrere solcher Bauten. Es war einer von 6 Bahnhöfen. Tschechien gilt als das Land der Aussichtstürme. Es gibt sogar Wanderwege, die viele von ihnen miteinander verbinden. Der weite Blick vom Holzturm in Jeschnik reicht bis nach Krnov, der nächstgelegenen größeren Stadt. Von der einstigen Bedeutung der Industriestadt zeugen stattliche Bürgerhäuser und prächtige Gebäude. Krnov, auf Deutsch Jägerndorf, ist seit dem 19. Jahrhundert für seinen Orgelbau bekannt. Das Leinwand- und Tuchmachergewerbe gab es aber schon länger. Ende des 19. Jahrhunderts gab es in Krnov 49 Textilmanufakturen. Deshalb wollten die damaligen Ratsherren ein repräsentatives Rathaus bauen. Es wurde ein Wettbewerb ausgerufen, den der Wiener Architekt Moritz Hinträger gewann. Nach seinem Entwurf wurde dann gebaut. Der Gebäudekomplex, wie wir ihn heute sehen, war damals noch nicht komplett. 1907 wurde der Teil mit der grünen Fassade fertiggestellt, auf der anderen Seite. Dort ist heute die Sparkasse. Und ein wunderbares Jugendstil-Kaffeehaus. Jägerndorf war schon immer wirtschaftliches und kulturelles Zentrum der Region, wie alte Fotografien zeigen. Damals noch hoch zu Ross, Franz Josef I., Kaiser von Österreich. Auf vielen Fotos sind im Stadtbild Fabrikschornsteine zu sehen, die schon lange nicht mehr qualmen. Erhalten sind aber viele schmuckvolle Gebäude, liebevoll restauriert.
wie hier mit Kratzmalereien von Handwerkermotiven. Gut zu wissen, dass über diese Brücke von 1900 eine Straßenwalze mit 17 Tonnen Gewicht fahren darf. Über der Stadt thront die im Stil der Spätrenaissance gebaute Wallfahrtskirche der Heiligen Mutter Gottes im Schmerz. Sie hat eine wechselvolle Geschichte. Knapp 60 Jahre nach der Einweihung wurde sie schon wieder entweiht. Die Gottesdienste waren zu prunkvoll und machten den Kirchen unten in der Stadt Konkurrenz. Vier Bürger kauften darauf das Gebäude und schenkten es der Stadt Jägerndorf. 1865 brannte die Kirche und wurde mit Spenden wieder aufgebaut. 1945 war sie stark beschädigt, wurde instand gesetzt und gleich wieder geschlossen. Erst seit 1990 finden wieder Gottesdienste statt. Dank der Genesung seiner Tochter schuf ein Maler aus Krnov das Bild der sieben Schmerzen Marias. Die Menschen kamen, um zu beten. Das war der Beginn des Wallfahrtsortes. In der Folgezeit kamen immer mehr. Die Pilgerfahrt fand bis zu viermal im Jahr statt. Deshalb wollten die Priester von Krnov, dass der Wallfahrtsort einen stärkeren Charakter erhält. Und so wurde dann die Kirche von 1722 bis 27 gebaut, so wie wir sie heute kennen. In Osoblaha herrscht Festtagsstimmung. Musik, Tradition und Spaß für den Nachwuchs. Ich lernte an der Verkehrsfachschule und war als Eisenbahnverrückter bekannt. Mitschüler, die schon hier tätig waren, boten mir damals an, als Heizer zu arbeiten. Ich habe also Ja gesagt. Die Arbeit faszinierte mich. Ich begann auch als Schaffner zu arbeiten und wurde schließlich eine Art Manager für die Themenfahrten. Und jetzt mache ich alles, was so anfällt. Die beiden Dampfloks posieren für die Fotofreunde. Nun darf sich die U46 mit dem Jubiläumsemblem schmücken. Die Lokführer, Heizer und Schaffner benötigen besondere Befähigungen, damit sie auf dieser Strecke unterwegs sein können. Die Heizer beispielsweise brauchen eine gründliche Ausbildung, weil der Dampfkessel ein Gerät mit sehr speziellen Eigenschaften ist, die man kennen muss. Die Schaffner müssen sich mit den Sicherheitsregeln im Bahnverkehr vertraut machen, also die Vorschriften kennen und einhalten. Ganz so streng sind die Vorschriften bei dieser Modellbahn nicht. Ein Modellbahner aus Ostrava stellt seine kleine Bahnwelt im Güterschuppen aus. Diese Modellbahnanlage ist meine eigene Anlage und ich baue schon 6 Jahre daran. Es gibt kein reales Vorbild. Die Anlage orientiert sich aber mit ihrer Landschaft, ihren Fahrzeugen und ihren Gebäuden an der Tschechoslowakei. Vieles auf dieser Anlage ist Handarbeit. Dem kleinen Zug, bestehend aus einer Schmalspur-Diesellok und einem Waggon, kann man im Maßstab 1:1 auch auf der Hotzenplotzer Bahn begegnen. Und zwar täglich. Die Gleise der Kursbuchstrecke 298 gehören dem staatlichen Unternehmen SZDC. Den Betrieb führt die Tschechische Bahn durch. Täglich gibt es 4 bis 5 Zugpaare. Die erste Abfahrt ist morgens um 3.50 Uhr in Osoblaha. So früh sind wir nicht unterwegs. Auch starten wir wieder in Toršemešna. Viele Ausflügler nutzen das sonnige Herbstwetter für eine Fahrt mit der Hotzenplotzerin. Beliebtes Ausflugsziel ist das Schloss Linhartovi. Im 16. Jahrhundert gebaut, wechselte es, wie viele solcher Herrensitze, oft die Eigentümer. Im letzten Weltkrieg war es ein Krankenhaus, danach ein Lagerhaus.
Im neuen Jahrtausend kam aber wieder Leben in die alten Gemäuer. 2005 gründeten wir einen Verein mit 10 Verrückten, die in ihrer Freizeit auf eigene Kosten begannen, das Schloss zu entrümpeln, zu sanieren und eine Ausstellung vorzubereiten. Ich bin ein glücklicher Mensch und habe Glück mit Menschen um mich herum. So fanden sich am Ende 400 Verrückte und brachten das Schloss innerhalb von 4 Jahren in Ordnung. Mit dem Ziel, das Schloss vor allem für einen Besuch von Familien mit Kindern zu öffnen. Für Kinder besonders reizvoll, riesige Objekte aus Pappmaché, mit denen sogar gespielt werden darf. Ein wenig vom Glanz der alten Zeiten wird auch bewahrt. Die Blütezeit war die Ära der Adelsfamilie Sedlnitsky im 17. Jahrhundert, als das Schloss Ziel bedeutender Adelspersönlichkeiten war, wie Maria Theresia oder der französische König Ludwig XIV. In dieser Zeit war Linatovi über die Landesgrenzen hinaus für seine märchenhaften und pompösen Gartenfeste berühmt. Die Diesellok mit der Bezeichnung 705913, Baujahr 1958, ist die letzte einsatzfähige Schmalspurlok der CD. Obwohl 2010 modernisiert, hat sie technische Probleme, weshalb dringend nach einem Ersatz gesucht wird, um den Zugbetrieb nicht einstellen zu müssen. Der Bus wäre dann eine traurige Alternative. Die Lokführer fahren gerne auf der Strecke. Sie ist abwechslungsreich und die Landschaft ist bei jedem Wetter schön. Der Führerstand ist modern. Der neue Lias-Motor leistet reichlich 380 PS und wird computergesteuert. Kurzer Stopp in Liptangi, Liebenthal. Wandersleute steigen zu. Auch hier hat sich seit Jahren nicht viel verändert. Sogar der hölzerne Güterschuppen steht noch. Die Fahrgastzahlen außerhalb der Wochenenden sind nicht sehr hoch. Das liegt auch an den teilweise großen Entfernungen der Haltepunkte und Bahnhöfe zu den Dörfern. Trotzdem fahren gerade am Morgen viele Werktätige mit dem Zug zur Arbeit. Wie eh und je. Das Dieselzeitalter auf der Hotzenplotzer Bahn begann bereits 1928 mit 2 Benzinmotorwagen vom Typ M11 aus den Tatra-Werken und jeweils einem Beiwagen. Von 1948 an sind 2 M21 im Einsatz. Sie werden 1958 von Dieselloks abgelöst, von denen eine noch heute Dienst tut. Winter 1996. Als wir diese über 20 Jahre alten Aufnahmen aus dem Archiv holten, stellten wir fest, verändert hat sich eigentlich nichts, mal abgesehen von der Farbgebung der Lok. Na gut, die Dienstkleidung wirkt etwas steif und das Fahrpult ist auch noch im Original-Auslieferungszustand. Und natürlich hat sich die Mode gewandelt. Die Lok ist genau die, die auch heute noch brav Dienst tut. 705913. Und damals wie heute genießen selbst Vierbeiner die Zugfahrt. Die Dieselloks brachten gegenüber der Dampftraktion eine deutliche Verkürzung der Fahrzeiten und, das liegt auf der Hand, senkten die Kosten durch Einsparung von Personal. Wir erreichen Ossoblaha, Hotzenplotz. Wie der Ort zu dem ungewöhnlichen Namen kam, ist unklar. In der Stadt finden sich fast keine alten Gebäude mehr. Einzig der Marktbrunnen hat die schweren Kämpfe am Ende des Zweiten Weltkrieges überstanden. Um 1850 lebten hier über 3000 Einwohner. Heute ist es noch ein Drittel. Damals gab es eine große Zuckerfabrik, die ihre Rohstoffe aus der Umgebung bezog. Sie war seinerzeit am Bau der Bahn am meisten interessiert.
Etwas verloren steht er zwischen den Neubaublocks. Der Räuber Hotzenplotz. Bekannt aus den Büchern von Ottfried Preußler. Es gibt den Kasperl und den Seppel, es gibt die Großmutter oder die Gretel, es gibt den Polizisten, der meistens kein Ausbund an überwältigender Klugheit ist. Es gibt den Räuber, der böse und zugleich nicht ganz ernst zu nehmen ist. Und es gibt, ja, auf den Kasperltheatern meiner Kindheit gab es noch Tod und Teufel. Generationen von Kindern kennen die Geschichten um Großmutter, Kasperl und Seppel, den Wachtmeister Dimpfelmoser und den Zauberer Petrosilius Zwackelmann. Großmutter wischte den Zwicker ab und setzte ihn auf. Im nächsten Augenblick wurde sie weiß im Gesicht. Ach du liebe Zeit, Sie sind das? Ich denke, Sie sitzen seit 14 Tagen im Spritzenhaus hinter Schloss und Riegel. Nebenbei halte ich es als Erwachsener auch für richtig, dass man schon in Kindergeschichten zeigt, dass kein Mensch ganz böse ist, wie es auch keine ganz guten Leute gibt. Ottfried Preußler wuchs hier in der Nähe auf und hatte als Kind einen starken Bezug zu dem Namen der Stadt. Und der war ihm so eingängig, dass er beschloss, die Hauptfigur seiner Bücher nach eben dieser Stadt zu benennen. Und mittlerweile besinnt man sich hier vor Ort auch wieder dieses Namens, dieses Räuberhauptmannes, und versucht so ein bisschen das touristische Potenzial zu vergrößern und ja, die Anziehungskraft dieses Namens für sich zu verwenden. Es ist ruhig geworden im Depot Osso Blaha. Die Dampflok U57 hat umgesetzt, um den Ausflugszug wieder nach Trzemesz zu ziehen. Schon mein Vater fuhr als Zugführer auf dieser Strecke. In den 1960er Jahren lehrten mich hier die älteren Lokführer Schichor und Holub das Fahren auf den Dieselloks. Da war ich noch ein junger Kerl. Und heute? Da sind auch junge Kerle mit auf der Lok. Der Sohn vom Heizer übt die ersten Handgriffe. Für Nachwuchs ist also gesorgt. Den Frauen und Männern der Schleske Semske Drahi, der schlesischen Landesbahnen, wird es in den nächsten Jahren sicherlich nicht langweilig werden. Es gibt immer viel zu tun, um den Fuhrpark der alten Loks und Wagen instand zu halten. Heute zischt und brodelt alles ordnungsgemäß. Der Kesseldruck stimmt. Und mit flotten 20 bis 30 Kilometern pro Stunde schlängelt sich der Zug durch die mehr als 100 Kurven. Dampf und Diesel gehören zur Hotzenplotzer Bahn. Wir wünschen, dass es auch in der Zukunft Regelzüge und Museumszüge auf dieser reizvollen Strecke gibt.